Hallo und herzlich willkommen zu Tag 10 von Kicken mit Klaus, der Clarino-Sendung anlässlich der Fußball-Europameisterschaft in Frankreich. Heute Abend um 21 Uhr stehen zwei Spiele auf dem Plan. In der Gruppe A läuten den dritten Spieltag ein. Schweiz gegen Frankreich und zeitgleich, wie gesagt, spielen Rumänien gegen Albanien. Aufgrund der Tabellenkonstellation wird Rumänien gegen Albanien auch unser Spiel des Tages sein, denn möglicherweise sieht man diese beiden Teams heute zum letzten Mal. Und vor allem aus dem Grund möchte man natürlich nochmal über Rumänien sprechen. Und Folgendes haben wir übrigens im World Wide Web gefunden. Was war das? Das war eine Trompetenvioline oder Violintrompete, eine Erfindung aus Rumänien. Okay, aber Rumänien steht hoffentlich noch für was anderes. Ja, aber also erfinderisch sind sie sowieso. Zum Beispiel schauen wir die Fanfare Csokalia an, die ja die Balkanbeats erfunden haben. Die kommen aus Rumänien, auch wenn man sie nicht unbedingt mit dem Land in Verbindung bringt. Genauso geht es auch mit anderen Namen, die man nicht unbedingt mit Rumänien in Verbindung bringt, die aber tatsächlich dorthin gehören und was dann schon darauf hinweist, dass in Rumänien die Musik tatsächlich spielt. George Ionescu, Adriana Hölszky, Gergely Ligeti oder natürlich der Klangmagier Sergiu Celibidache, der ja bei uns in München die Münchner Philharmoniker geleitet hat, viele Jahre. Okay, das heißt also, musikalisch ist da durchaus Potenzial, sagen wir mal so. Fußballerisch, ich würde mich jetzt mal festlegen, ich habe die Albanien-Spiele gesehen und so schlecht fand ich sie nicht. Ich denke, dass sie heute den ersten EM-Sieg einfahren werden. 2:0 für Albanien. Ich setze auf die Abwehrstärke beider Mannschaften und prognostiziere ein deutliches 0:0. Okay, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Fußballabend und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao. Bis morgen. Ciao.